herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel in Walldorf. Hallo Dirk, hallo Mario. Dirk, zweite englische Woche der Saison, Heimsieg im Rücken. Was sind die Gedanken vorm Spiel bei Astoria Walldorf? Oh, Gedanken habe ich viele, aber die können wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber ich denke, klar ist, dass wir jetzt mit dem erfolgreichen Spiel vom Freitag natürlich am Dienstag dort weitermachen wollen. Dass wir mit Walldorf einen Gegner erwarten können, der fußballerisch, spielerisch sehr, sehr stark ist. Nicht umsonst haben sie auch VfL Bochum im Pokal rausgeschmissen. Mit einer nicht nur kämpferisch starken Leistung, sondern auch einer sehr spielstarken Leistung. Und ja, wer die Ergebnisse, glaube ich, aus der letzten Saison kennt, der weiß, wie schwierig diese Mannschaft zu bespielen ist. Auch wenn wir dieses Jahr eine andere Mannschaft entgegenstellen werden. Aber Fakt ist, dass es mit Sicherheit eine richtig schwere Aufgabe wieder wird, wo wir wieder sehen müssen, dass wir unsere Grenzen in allen Bereichen erreichen, unsere Tagesform auch erreichen. Und ja, da haben wir jetzt zwei Tage mehr oder weniger eigentlich nur regeneriert. Wir werden heute nochmal ein bisschen was machen, aber auch nicht viel, sodass wir hoffentlich morgen auch wieder die Frische haben, um dann auch läuferisch und vom Kopf her auch wieder hundertprozentig da sein zu können. Wie sieht es personell vorm Spiel aus? Unverändert zu Freitag? Zum Spiel selber wird sich eigentlich nichts tun. Was wir sagen können, ist, dass mit Markus Mendler und Ivan definitiv unter der Woche wieder zwei Spieler dazukommen werden. Sie befinden sich jetzt in dieser Eingewöhnungsphase, sind in den ersten Teilen der Trainingseinheiten dabei und das müssen wir jetzt so steuern, dass sie dann vielleicht dann für Hoffenheim schon wieder Möglichkeit haben, in den Kader zu rücken. Aber es lichtet sich das Feld. Marco hat heute, glaube ich, nochmal die Abschlussuntersuchung, wird dann wahrscheinlich auch morgen hier in Saarbrücken wieder eintreffen. Auch da natürlich ein ganz wichtiger Spieler für uns, der perspektivisch da eine ganz wichtige Rolle einnehmen soll. Aber auch da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie der Stand ist. Aber der braucht mit Sicherheit noch Zeit. Aber es ist schön, dass du dann natürlich auch in den Trainingsalltag wieder mehrere Spieler zur Verfügung hast. Vielen Dank. Mario, Stuttgart, das Spiel lief nicht ganz so gut. Aber ihr habt eine tolle Reaktion auf dem Platz gezeigt. Wie hat es sich angefühlt? Ja, wie gesagt, ich denke, das spricht für den Charakter der Mannschaft, dass wir uns nach so einem Spiel beim VfB nicht haben unterkriegen lassen, dass wir dann gegen Worms eine gute Reaktion auf dem Platz gezeigt haben, bei hohen Temperaturen direkt von der ersten Minute den Kampf angenommen haben. Und ja, das spricht einmal charakterlich dafür, aber auch für den Fußball, den wir zeigen. Dass wir immer wieder jedes Spiel eigentlich trotzdem sowohl gegen VfB als auch gegen Worms einen guten Fußball zeigen und uns jetzt halt mal belohnt haben. Die Temperaturen, du hast es angesprochen, die waren sehr, sehr hoch. Jetzt binnen kurzer Tage das nächste Spiel. Wie schafft man so schnell zu regenerieren? Ja, ich denke, wir steuern das ganz gut. Also klar, die Temperaturen sind hoch, aber der Gegner spielt bei denselben Temperaturen. Die haben ebenso eine englische Woche, haben auch noch das Pokalspiel gehabt. Ja, man muss einfach gucken, dass man auch außerhalb vom Platz sich pflegt, schaut, dass man so schnell wie möglich wieder auf Hochtouren kommt. Und ja, wie gesagt, beide Mannschaften haben dieselben Bedingungen und ja, letztlich entscheidet dann die Tagesform und ich hoffe, dass unsere die bessere sein wird. Vielen Dank. Fragen von euch? Keine? Dann? Welchen Unterschied sehen Sie denn zwischen Trier und Saarbrücken? Die Bleibung ist ja dieselbe, aber irgendwas ist ja doch anders als im letzten Jahr, oder? Ja, ich sag mal so, bei Trier sind wir viel über den Kampf, über die Einstellung gekommen. Wir waren fußballerisch nicht häufig oder öfters die bessere Mannschaft bei Trier. Das hat sich, wenn man jetzt sieht, was wir jetzt doch teilweise spielen, schon geändert, meiner Meinung nach, dass wir mit Saarbrücken, dass dann guter Fußball gezeigt wird, guter Fußball gespielt wird und wir auch über die spielerische Qualität, glaube ich, kommen können. Ja, und das war so ein großer Unterschied. Bei Trier war es doch eher die Einstellung, der Kampf, wo man eben auch Spiele gewinnen kann. Das zeigt sich eben an dem Ergebnis letztes Jahr. Aber wir versuchen jetzt hier bei Saarbrücken natürlich die beiden Komponenten ein bisschen zu verbinden. Haben, glaube ich, auch eine gute Moral gegen VfB gezeigt, was auch von einer guten Einstellung zeugt. Aber doch, die spielerische Qualität ist schon ein Tick höher, würde ich sagen. Noch weitere Fragen?
dann euch allen vielen Dank für die Teilnahme und bis morgen in Waldorf.